Lieber Herr Grüner, Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre war es ja eine extrem turbulente Zeit. Sowjetischer Einmarsch in Afghanistan, Ölschock, die daraus folgende Weltwirtschaftskrise. Und die Wirtschaft auch in Deutschland war in einer schweren Rezession. Inflation von fast 7%, Arbeitslosigkeit fast verdoppelt. Neuverschuldung bei über 4% vom BIP. Alles Zahlen, die man sich in Angesicht der aktuellen Diskussion nochmal auf der Zunge zergehen lassen kann. Was war da los in Bonn? Wie liefen die Diskussionen im Bundeswirtschaftsministerium zu dieser schwierigen Lage? Wir waren natürlich darum bemüht, im Vertrauen auf die Kompetenz von Helmut Schmidt und seiner Mitstreiter, diese schwierige Lage zu bewältigen. Mir war allerdings klar, dass nach dem Auftritt von Helmut Schmidt in seiner eigenen Fraktion, als er eine höhere Verschuldung ablehnte, mit mir nicht, und er gleichzeitig betonte, dass eine weitere Ausweitung der Staatsausgaben ohne schwere Eingriffe in das soziale Netz nicht möglich sei, das war für mich dann der entscheidende Punkt zu wissen, dass Helmut Schmidt die Mehrheit in seiner Fraktion nicht mehr hinter sich hatte. Nicht nur wegen der Frage des Nachrüstungsbeschlusses, sondern es war eindeutig, dass er das nicht mehr schaffen würde. Wir hatten darauf vertraut. Die haben sich auch in diese Richtung bemüht, die Führungsleute in der SPD. Und ich habe damals in einem persönlichen Gespräch mit Genscher gesagt, in dieser Lage müssen wir als FDP sagen, was wir wollen. Und dann war zur großen Überraschung im Bundeswirtschaftsministerium und zur großen Überraschung von Lambsdorff seine Antwort, dann macht mal was. Und dann habe ich dem Abteilungsleiter Tietmeyer, Ihnen allen bekannt, den Auftrag gegeben, ein Papier zu formulieren, ohne Rücksicht auf den Koalitionspartner SPD. Eine reine Position der FDP sollte es sein. Und das war später das Lambsdorff-Papier. Als Lambsdorff im Kabinett angebellt wurde vom Schmidt, sagen Sie mal, was Sie wollen, waren 14 Tage später war das Papier auf dem Tisch. Und das war die ausschlaggebende Grundlage für die tatsächlich eingetretene Wende, die wir natürlich nicht in der Form durchgesetzt haben, wie sie dem Papier zugrunde lag. Die CDU war natürlich in vielen Feldern gegen uns eingestellt. Das kennen wir heute auch, ja. Und trotzdem war das natürlich eine Wende im wirtschaftlichen Sinne. Es wurde dann ein Aufschwung eingeleitet, der dann auch in einer Steuerreform einmündete. Und ich habe vor kurzem Herrn Weigel gehört, der sagte, diese Steuerreform, wir hatten erst die Strukturreformen gemacht und die Steuerreform kam hinterher, das ist der richtige Weg, aber wir mussten das von der CSU mit der FDP durchsetzen, gegen die CDU. Auch das eine interessante Bemerkung. Ja, vielen Dank, Herr Grüner. Es war ja sozusagen auch lange Zeit mit den Freien Demokraten in der Koalition das Thema wirtschaftspolitische Eingriffe, Globalsteuerung, Konjunkturprogramme, Common Sense. Aber die Diskussion in der SPD ging eben auch über die Frage, wie viel Verschuldung ist noch vertretbar. Herr Blechschmidt, Sie haben als Korrespondent damals nicht nur die FDP, sondern alle Parteien ja sehr aufmerksam verfolgt. Können Sie uns ein bisschen was sagen, wie das auch beobachtet wurde, auch von Ihnen unter Journalisten diskutiert wurde, dieser vermeintliche Absetztrend oder diese auch Tendenzwende in der politischen Ausrichtung der Bundesregierung, Globalsteuerung, Verschuldung? Nun, ich war ja damals wie heute nur Beobachter und mir fehlen halt die Insiderkenntnisse, die die anderen hier auf dem Podium haben. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung nochmal nachgelesen und versucht, mein Gedächtnis aufzufrischen. Und ich muss sagen, mir kam doch sehr vieles sehr bekannt vor in Bezug auf die heutige Situation, denn die Themen waren damals die gleichen wie heute. Es ging um Staatsverschuldung. Es ging um Zinsbelastung, es ging um Einschnitte ins soziale Netz und es ging immer wieder auch um Koalitionsstreitigkeiten. Ich habe Ihnen mal den Titel des Stern von damals, vom März 1983, christlich-liberale Koalition nach dem Wahlerfolg sich neu gegründet hatte, mitgebracht. Und der fing an, stolpert die Koalition schon beim Start.
Das kommt einem irgendwie bekannt vor, fand ich. Und wie gesagt, das lag eben vor allen Dingen auch an den Themen, die damals im Grunde die gleichen sind wie heute. Und man fragt sich dann vielleicht manchmal auch, haben wir eigentlich was gelernt aus den vergangenen 30 Jahren? Vielen Dank. Das ist eine gute Frage. Das ist wahr. Die können wir noch erörtern. Lieber Hans-Joachim Otto, du warst damals Bundesvorsitzender der neu gegründeten Julis, ein schwerer innerparteilicher Prozess. Die FDP hat als einzige Partei im Deutschen Bundestag ihre Jugendorganisation mal ausgetauscht. War das Thema Haushaltspolitik, wirtschaftspolitische Ausrichtung der FDP in einer Koalition mit der SPD damals schon Thema bei den jungen Liberalen? Oder bist du dann über die Funktion im Bundesvorstand der FDP eher damit konfrontiert worden? Vielleicht sagst du uns ein bisschen was auch zu dem, was die Juli-Gründer damals bewegt hat, in dieser Frage jedenfalls. Also die Juli-Gründer hat, das muss man sagen, zunächst mal eines als allererstes interessiert. Wir hatten einen Jugendverband, der erklärtermaßen gegen die eigene Partei gekämpft hat, obwohl er alle Privilegien genossen hat in Form von Geld und Plätzen in den Vorständen. Die Illoyalität der deutschen Jungdemokraten gegen die eigene Partei, auch in Wahlkämpfen, da wurde offen Wahlkampf gemacht für Konkurrenten der FDP und dann wurde mitgeteilt, die FDP sei die Agentur der Kräfte, denen wir in der Gesellschaft die Macht abnehmen wollen. Das war der Ausgangspunkt. Aber als wir uns dann zusammengetan haben, haben wir natürlich auch programmatische Pflöcke eingerammt. Und da war natürlich auch die Frage der Generationengerechtigkeit. Schon damals tauchte das Wort auf, Generationengerechtigkeit, Verschuldung, die im Jahre 1980, 1981, 82 aufgenommen wurde, belastet kommende Generationen. Und deswegen haben die jungen Liberalen damals schon die Haushaltspolitik zu einem ihrer Felder gemacht. Zugegebenermaßen nicht zu dem einzigen, aber wir haben damals schon klar formuliert, dass diese gnadenlose Verschuldungspolitik und in heutigen Maßstäben war das ja noch alles zurückhaltend. Aber damals haben wir schon gesagt, das geht zulasten künftiger Generationen und deswegen haben wir Alternativvorschläge gemacht. Und deswegen hat auch, das darf ich jetzt noch abschließend sagen, haben wir natürlich, obwohl wir zu der Koalitionsfrage uns nicht so positioniert haben, dass wir gesagt haben, die Koalition muss beendet werden, die Sozialliberale. Wir haben dieses Papier damals befürwortet, als junge Liberale, als eine schonungslose Zustandsbeschreibung mit konkreten Vorschlägen. Wer mit einer Lage unzufrieden ist, der muss auch in der Lage sein zu sagen, was er denn möchte. Und nicht nur motzen, sondern auch konkret aufschreiben. Und ich habe natürlich auch dieses Papier jetzt nochmal gelesen und ich finde bemerkenswert, wie viele der Punkte, die damals 1982 aufgeschrieben worden sind, heute noch verdammt aktuell sind. Ja, vielen Dank. Wenn man sich die Zahl nochmal vor Augen führt, 24,2 Milliarden D-Mark Neuverschuldung im Jahr 1980, 34 Milliarden D-Mark Neuverschuldung im Jahr 1981, Anstieg der Arbeitslosigkeit um 32% auf über 7% und Zuschuss zur Bundesagentur für Arbeit von 11,5 Milliarden D-Mark seinerzeit. Und die Antwort war dann eben weiter so oder eben etwas anderes. Wenn man sich das heute durchliest, welche Konjunkturprogramme dort gemacht wurden, und zwar im Monatsrhythmus in hohen Milliardenbeträgen, dann glaubte damals eine große Mehrheit tatsächlich an Feinsteuerung der Ökonomie, an externe Eingriffe. Herr Grüner, wenn Sie sich an die Fraktionssitzung zurückerinnern, in der das Papier diskutiert wurde, was ist Ihnen da wesentlich in Erinnerung als Streit? War es nur der Streit inhaltliche Ausrichtung oder ging es verstärkt auch um die Frage, die ja bis heute mit dem Papier verbunden ist, Wortbruch, was die Person, was die Persönlichkeit Helmut Schmidt angeht, Wortbruch gegenüber den Wählern, die FDP 1980 gewählt hat? Das stand natürlich im Vordergrund, denn eine gewaltige Propaganda war gegen die FDP gerichtet worden und Helmut Schmidt, der große Staatsschauspieler, den ich sehr verehre im Übrigen, er hat es verstanden, das zu einem Wortbruch umzuformulieren, obwohl er zugestehen musste, dass er in seiner eigenen Fraktion für die von ihm für richtig gehaltene Politik keine Mehrheit mehr hatte. Und nun kam hinzu der Nachrüstungsbeschluss, der uns natürlich unglaubliche Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit gemacht hat. Aber wir haben damals in der Regierungserklärung von Helmut Kohl
alle außenpolitischen Formulierungen übernommen, die wir zuvor mit der Regierung Helmut Schmidt vereinbart hatten. Emotional war da natürlich der Bruch der Koalition das beherrschende Thema in der Fraktion. Und wir haben in einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Fraktion nur mit einer Stimme Mehrheit diesen Bruch damals dann auch parteipolitisch vollziehen können. Und zwar, weil ein Gegner dieses Bruchs, Herr Mayer, nicht dabei war. Ja, herzlichen Dank. Ich bin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sehr dankbar, dass Sie erstmals im Zuge der Vorbereitung auf die Veranstaltung in dem ausliegenden Heft auch den Wortlaut, das Protokoll der Fraktionssitzung der damaligen Zeit dokumentiert hat. Es ist spannend nachzulesen, wer sich da wie eingelassen hat. Manche Namen erscheinen da doch auch in einem anderen Licht. Herr Blechschmidt, am 31. August, so hat Klaus Bölling in seiner Biografie aufgeschrieben, hätte er mit dem Bundeskanzler darüber diskutiert, auf welchen Politikfeldern der Konflikt mit Genschers Partei am besten zu führen sei. Richtig analysiert Schmidt, dass sich außen- und sicherheitspolitische Themen dafür weniger eignen. So konzentriert sich das Nachdenken auf die komplexe Wirtschaft, Finanzen, soziales Netz. Hier muss, Zitat, Genscher als der Mann vorgeführt werden, der trotz seiner raffinierten Argumentation die unvermeidbaren Opfer in Wahrheit fast nur den kleinen Leuten aufbürden und die eigene Klientel schonen will. War dann vielleicht der Auftrag von Helmut Schmidt an Graf Lambsdorff endlich mal etwas aufzuschreiben, doch eine gezielte Strategie oder ist das jetzt liberale Paranoia? Also mein Eindruck ist schon, dass natürlich Schmidt und die SPD natürlich im Bewusstsein der lange schwelenden Koalitionskrise einen Vorwand gesucht haben. Und ich denke schon, dass diese Aufforderung von Schmidt an Lambsdorff, das alles mal aufzuschreiben, schon der Versuch war, dieses Scheidungspapier in die Hand zu bekommen und damit den anderen die Schuld zuzuweisen. Man muss nur auf der anderen Seite, glaube ich, um der historischen Wahrheit willen auch sehen, dass die FDP auch ein sehr handfestes Interesse daran hatte, damals die Koalition zu verlassen. Ich erinnere daran, dass Graf Lambsdorff schon nach der Bundestagswahl 1980 im Zuge der Koalitionsverhandlungen, bei denen er übrigens gesagt hat, auch Koalitionsverhandlungen wollen gelernt sein, auch das kommt mir irgendwie bekannt vor, gesagt habe oder Zweifel geäußert habe, dass diese Koalition 4 Jahre hält. Und ich denke schon, dass es damals im wirtschaftsliberalen Flügel der FDP schon sehr starke Bestrebungen gab, den Koalitionswechsel vorzubereiten und dass vor allen Dingen auch Genscher im Zusammenwirken mit seinem Duzfreund Helmut Kohl sehr stark auf diesen Wechsel hingearbeitet hat. Und ich finde, man muss auch in der Diskussion um das Lambsdorff-Papier immer wieder auf die Rolle Genschers hinweisen. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ich will zunächst anfügen, Klaus Bölling schreibt ebenfalls in seiner Erinnerung zu der Zeit, er hat dann in der Fraktionssitzung der SPD nach dem Bruch gesagt, das Ende dieser Koalition war nun wirklich nicht allein von Genscher verschuldet. Die Querelen in der SPD sind von der Springerpresse zwar ausgebeutet, aber nicht von ihr erfunden worden. Also auch in der Reflexion sieht man, es waren schwere innerparteiliche Zerrissenheiten auf beiden Seiten, die am Ende dazu geführt haben. Wenn man sich überlegt, Hans-Joachim Otto hat das angesprochen, wie aktuell das Manifest noch ist, manches ist umgesetzt, manches nicht, manches ist übrigens von ganz anderen farbigen Regierungen umgesetzt, die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld zum Beispiel durch Rot-Grün. Kann man nicht doch sagen, Hans-Joachim Otto, dass das Papier dann aber doch eine Tendenzwende eingeläutet hat, weg von der Feinsteuerung hin zu mehr Wachstum, mehr Marktwirtschaft, mehr Wettbewerb? War das sozusagen der Anstoß, der Aufbruch auch in eine neue wirtschaftspolitische Akzentuierung dann unter Helmut Kohl? Ich glaube, das ist völlig unstreitig, dass dieses Papier geradezu eine neue Epoche eingeleitet hat. Nicht nur, weil es da in Folge zu einem Koalitionswechsel kam, sondern natürlich auch, weil dieses Papier auch in der Öffentlichkeit durchaus Wirkung gezeigt hat. Wir versuchen ja jetzt immer auch Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen, Herr Blechschmidt besonders intensiv. Ich kann nur feststellen, dass natürlich jede Politik auch in einem politischen Stimmungslage stattfindet. Und ich glaube, dass es Lambsdorff mit seiner Prägnanz und seiner Überzeugungskraft geschafft hat, in der Öffentlichkeit ein doch
ein großes Verständnis bei vielen zu wecken. Natürlich nicht 100%, aber in der Wählerschaft der FDP wurde durch das Lambsdorff-Papier einige Grundlagen deutlich. Und ich glaube, dass es die ideologische Flankierung des Koalitionswechsels war, aber dass es darüber hinaus auch ein Papier war, das jenseits aller Koalitionsüberlegungen die deutsche Öffentlichkeit, die Printmedien, die elektronischen Medien und auch letztlich die Bürgerinnen und Bürger beeinflusst hat. Dieses Papier ist nicht zufällig, dass wir heute zusammensitzen, in seiner Wirkung gar nicht zu überschätzen. Vielen Dank. Herr Blechschmidt, Sie haben selbst die Rolle auch anderer Akteure angesprochen. Ich will mit einem beginnen, der heute in einer großen Tageszeitung sich ebenfalls äußert. Gerd Rudolf Baum schreibt, das Papier war der Anfang der Verengung der FDP auf rein wirtschaftspolitische Fragen. Würden Sie die Analyse teilen? Ich würde sie zumindest nicht für grundsätzlich falsch halten. Das Papier hat ja damals zu einer heftigen innerparteilichen Debatte geführt. Viele prominente FDP-Mitglieder sind auch ausgetreten, haben sich der SPD angeschlossen. Ich erinnere an Günther Verheugen, Frau Matthäus Mayer. Es ging damals schon ein sehr tiefer Riss durch die FDP. Der linksliberale Flügel, der Bürgerrechtsflügel hat sich damals überrollt gefühlt, wenn Sie sich an die Abstimmungsergebnisse in der Fraktion und im Vorstand erinnern. Die waren doch vergleichsweise nicht knapp, es gab klare Mehrheiten, aber auf der anderen Seite zeigte sich eben doch, dass ein großer Teil der FDP auch dieser Linie des Lambsdorff-Papiers nicht folgen wollte. Und im Gefolge dessen hat sich dann doch zumindest auch für die FDP das Image ergeben, dass im Moment oder dann in den nachfolgenden Jahren der wirtschaftsliberale Flügel das Sagen hat. Und nicht zuletzt zeigt ja auch der Wahlkampf vor der letzten Bundestagswahl, als die FDP mit ihrer Forderung, mit ihrem ein Thema der Steuersenkung einen großen Erfolg errungen hat, dass also zumindest die Vermutung, dass damals eine wichtige Weichenstellung für die FDP vorgenommen worden, durchaus richtig ist. Jetzt könnte man, Herr Grüner, sagen, das war auch eine profilbildende Maßnahme. Sie selbst haben eben im Vorgespräch sich erinnert, dass Hans-Dietrich Genscher zu dem Zeitpunkt der beliebteste Politiker der Bundesrepublik Deutschland war und innerhalb einer Woche zum unbeliebtesten Politiker der Bundesrepublik Deutschland wurde. Aber die FDP ist eben für ihre Haltung eingestanden und wurde dann ja auch in der darauffolgenden Wahl unter schwierigen Umständen wieder gewählt und konnte eine andere Regierung bilden. Waren das auch Überlegungen, die damals in der Fraktion eine Rolle gespielt haben? Also lieber jetzt Haltung zeigen, Profil zeigen, auch auf die Gefahr hin, dass wir einige verlieren, einige Wähler, aber auch einige Freunde aus der Fraktion? Entscheidend war in der Fraktion die Hoffnung, und das war die Zerrissenheit, die Hoffnung, dass es mit Helmut Schmidt und Einbindung vor allem der IG Metall gelingen würde, die Kurve zu kriegen. Das heißt, die inhaltlichen Fragen waren für diese Zerrissenheit ausschlaggebend. Es gab natürlich emotionale Bindungen an Helmut Schmidt. Ich erinnere mich, dass die große Liberale Herrn Brücher mit einer roten Rose den gestürzten Bundeskanzler Helmut Schmidt überzeugen wollte, dass er eine neue Regierung mit ihr machen solle. Ich erinnere mich daran sehr gut. Aber entscheidend war der Einfluss der IG Metall. Und viele werden sich möglicherweise daran erinnern, dass damalige Vorsitzende, der Herr Steinkühler, in Millionenauflage ein Flugblatt hat verteilen lassen, an das ich mich erinnere, das für mich ausschlaggebend war, für meine Verzweiflung, mit Helmut Schmidt wird es nicht mehr gehen, in dem die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung als betrogene Betrüger bezeichnet wurden. Auch das gehört in die Geschichte mit hinein und deshalb waren wir auch im Zweifel. Lambsdorff war viel früher als ich der Meinung, es wird nicht gehen mit Helmut Schmidt. Ich habe immer dafür plädiert, den Versuch zu machen. Denn natürlich war es klar, dass Einschnitte ins soziale Netz sehr viel leichter mit den Sozialdemokraten gehen würden als mit der CDU. Ja, vielen Dank, Hans-Joachim Otto. Herr Grüner hat vorhin angedeutet, dass auch mit der Union 1983 dann vieles nicht umsetzbar war, was die Fraktion wollte, was Graf Lambsdorff wollte. Ein Zustand, an den man heute als aktives Mitglied der Bundesregierung und als Mitglied einer Regierungsfraktion ja auch manchmal stößt. Braucht es darum tatsächlich diese wirklich starken Akzente einer Partei im
deutschen Parteienspektrum? Und ist es nicht Zeit, auch nach deinem Gefühl, dass wir diese Akzente Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Inflationsschutz tatsächlich weiter auch als Markenkern der FDP erhalten? Naja, wer, wenn nicht wir? Das ist eine ganz klare Frage. Es gibt in Deutschland und heute noch mehr als damals, 1983, keine Partei, die diese Werte, die du eben geschildert hast, Wettbewerb, Marktwirtschaft, Wachstum, so konsequent hochhalten, wie wir das tun. Ich bin übrigens im Gegensatz zu Ihnen, lieber Herr Blechschmidt, nicht der Meinung, dass wir uns darauf verengt hätten. Wir haben einen Bürgerrechtsflügel oder wir haben viele Parteifreundinnen und Parteifreunde, die den Bürgerrechtsthemen ganz hochhalten. Niemand hat Frau Leuthäuser in dieser Legislaturperiode ins Handwerk gefuscht. Sie hat agieren können. Aber es ist in der Tat so, weil das unser Markenkern ist. Das ist profilbildend, weil wir die einzige politische Kraft sind oder die einzige parteipolitische Kraft, muss ich, wenn ich jetzt hier Herrn Professor Feld und andere sehe, es gibt natürlich noch einige andere in der Wissenschaft und so, aber wir sind die einzige parteipolitische Kraft, die das konsequent hochhält. Und deswegen ist das profilbildend und ich bin in der Tat der Meinung, dass wir als freie Demokraten, auch wenn wir dafür oft gescholten werden, dass wir diese Fahne hochhalten müssen. Es ist im Moment nicht einfach, für Wettbewerb, für Haushaltskonsolidierung, für Leistungsprinzip zu kämpfen. Es ist viel leichter, die weichen Themen, Frauenquote und Zuschussrente und so weiter, das ist, Sozialleistungen aufzubauen, ist beliebter in diesen Zeiten. Aber ich bin definitiv der Meinung, und das war damals schon 1983 so, und das ist auch 2012 so, das ist unsere Raison d'être, das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung als Liberale, diese Couleur, diesen Teil des Spektrums hochzuhalten und konsequent zu verfolgen. Sonst würde sich, um das ganz klar zu sagen, die FDP überflüssig machen. Es gibt genügend sozialdemokratische Parteien in Deutschland. Wir brauchen nicht noch eine weitere. Vielen Dank. Das war ein schöner Satz und auch eine schöne Überleitung. Ich bedanke mich bei Peter Blechschmidt und Martin Grüner und bei Hans-Joachim Otto für das Gespräch. 1977 hat die FDP in ihren Kieler Thesen beschlossen, alle Erfahrungen sowohl in der Hochkonjunktur als auch in der Rezession sprechen dafür, dass die traditionelle Vorstellung von einer Konjunktursteuerung durch antizyklische Gestaltung der öffentlichen Haushalte nicht realistisch ist. 5 Jahre später hat Graf Lambsdorff diesem Satz, diesem Beschluss mit dem Papier untermauert und zum Anlass genommen, eine neue Politik einzuordnen. Und deshalb bedanke ich mich bei Ihnen dreien und freue mich jetzt auf die Rede von Herrn Professor Dr. Feld, den Leiter des Walter-Eucken-Instituts, der aus der Wissenschaft auch ein bisschen wirtschaftshistorisch, er hat mir gesagt, das spielt auch in seinen ordnungspolitischen Vorlesungen eine Rolle, die Situation nochmal bewertet. Bedanke mich bis dahin. Vielen Dank und Herr Feld, Sie haben dann das Wort, wenn wir hier runter sind.